Schüsse, die sehe ich kaum. Alter, noch mehr Seelen. Wie haben wir denn jetzt? Ich bin über 10.000. Läuft doch. Und hier ist was hinterm Wasserfall. Spezielle Truppe. Wieder ein Teil der Abgrundrüstung. Da haben wir jetzt schon 4 von 10? Ja, 4 von 10. Fehlen noch 6. Aber vielleicht mache ich mal so ein Special, wo ich dir dann zeige, was oder wie die aussieht. Ich würde es nämlich selber gern wissen. Also wie das Ding da mal an mir aussieht. Gut, haben wir doch mal hier alles abgekrost. Ach ja. Dann gehen wir mal weiter hier hoch. Gucken, was uns so erwartet. Hier schon mal gar nichts. Alter, wie lange laufen? Kann ich nicht mal ein Pferd rufen? Jetzt muss ich warten, das braucht man hier etwas wenig. Vielleicht kommt's noch. Keine Ahnung. Hallo, hab ich jetzt ab oder an? Jetzt hab ich sie auf. Jetzt hab ich sie weg. Nee, da wollte ich nicht rein. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ein Sturm kommt auf, Uriel. Schon bald brauche ich dich an meiner Seite. Ich würde dir in die Hölle folgen, mein Fürst. Sie wussten es. Woher? Erstens kommt es anders. So lautet doch ein Sprichwort der Menschen. Du? Was das? Du hast doch den Plan geschmiedet, uns in diese Welt zu rufen. Ich habe aus deiner Initiative nur einen Vorteil gezogen. Nein. Ich betrachte dies als Opfergabe, Abaddon. Und du, mein loyaler Diener, schließe dich mir an, damit wir das Geheimnis des Zerstörers lüften können. Nein. Sobald der Thron erfährt, was du getan hast, wirst du verstoßen und in Ketten vor den Rat gezerrt werden. Du bist bereits verdammt, also lasse ich dir die Wahl. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Jetzt kehre zu Azrael zurück. Überzeuge ihn, uns zu helfen, dann werden wir gemeinsam das Antlitz des Universums verändern. Abaddon muss bestraft werden. Er beugt das Gesetz nach seinem Willen. Er lacht dem Rat ins Gesicht. Welchen Beweis haben wir? Die Siegel sind intakt. Kein Zweifel, dass der Engel Hilfe hatte. Aber von wem? Bis wir das wissen, müssen wir warten. Seine Taten führen zu offenem Widerstand. Der Rat wird schwächer. Wie lange noch, bis wir gestürzt werden? Wir können Abaddon nicht aufhalten, aber andere könnten das vielleicht, wenn sie nur einen Grund hätten. Wir dürfen die vier nicht entsenden. Ohne Beweis keine Gerechtigkeit, nur Mord. Sie werden keinen Grund finden für dieses Attentat. Wir werden jemanden schicken, für den Rache Grund genug ist. Die Klinge ist zerschlagen. Ich bewache das siebte Siegel. Diese Welt gehört uns. Der Himmel gehört uns. Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. So passierte das alles. Ich wollte jetzt gerade den epischen Moment nicht. Ich wusste gerade gar nicht, was ich sagen sollte.
kehren sie zu Azrael zurück. Also langsam läuft es darauf aus, dass wir hier schon so zum Höhepunkt kommen. Das würde ich jetzt mal meinen, weil es wird schon gezeigt, wie das so entstand. Und ja, ich bin jetzt langsam echt gespannt drauf. Das wird heute eine lange, lange Aufnahme. Also was ist lange, lange? Ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Aber ich mache das jetzt, die Aufnahme bis durch. Und? Abaddon ist der Zerstörer. Der Erzengel? Er wurde betrogen. Er ist nur eine Randfigur in einem größeren Spiel. Du musst ihm Frieden bringen. Frieden? Abaddon ist der Zerstörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden damit vom Tisch ist. Hast du in den Visionen Hinweise gefunden, einen Weg, ihn aufzuhalten? Da war ein Schwert. Eines, das die Siegel brach. Die Armageddon-Klinge. Aber nachdem die Siegel gebrochen wurden, befahl Abaddon ihre Zerstörung. Und zwar auf dem Amboss ihrer Schöpfung. Reiter, ich fürchte, dass die Klinge jetzt für uns verloren ist. Sie wird neu erschaffen werden. Was hast du noch gesehen? Abaddon bewacht das siebte Siegel. Er plant mit anderen, das Weiße Tor zu stürmen. Uriel wird die Höllenwache gegen ihn anführen und scheitern. Was hast du noch gesehen? Sonst habe ich nichts gesehen. Ich öffne ein Tor, das uns zurückbringt. Sobald es wieder geschlossen ist, werden der Garten und seine Geheimnisse für immer verloren sein. Ich beginne damit, sobald du bereit bist. So, wenn wir jetzt hier durchgehen, ist Eden für immer weg. Alle Geheimnisse sind damit fort und rein da. Oh, jetzt in Orange. Was war denn das? Machen Ruhchen, Alter. Ganz erätzt. Oh, Alter. Fliegt noch darunter. Sieht man hier eigentlich was? Hey. Nö. Das sind ja Bedenken. Ist das denn? Hoffe ich jetzt. Jo. Wartet kurz. Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Abaddon wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten. Sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Alter, eine Folge ohne Gequatsch heute. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Auf geht's. Unten fliegt irgendwas. Ah, jetzt kommen wir schon in die Position der Armageddon-Klinge. Ah, haha. Wo sind wir? Wo sind wir? Ne, ehrlich, wo sind wir denn? Noch einmal? Ich hab grad
keinen Plan, wo wir sind. Teil Nummer 1. Bruchstück der Armageddon-Klinge. Eines von 7 Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Finden Sie die übrigen Stücke der Klinge. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Ich glaube, da oben irgendwo. Naja. Holen wir mal unser Pferd. Was ist das? Ah, was ist denn das? Ah, das ist so. Aha. Ne, wir reiten. Ma, da ist eine Truhe. Komm, steig ab. Steig mal ab. Okay. Die holen wir uns natürlich. Da hinten ist Wulgrim. Ich will mir erstmal hier ein bisschen Zeug kaufen und da kann ich ja gleich importen an jeder Stelle. Hey. Wulgrim, wo bist du? Da bist du. Hallo? Achso. Erste Markhof. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Lass mal wieder Geld reingucken. Verbrennung. Bleiben. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Machst du schon? Okay. Ah ne, Schlangenloch. Ich will erstmal dahin. Ja. Ja, das jetzt so machen, weil das schneller geht. Okay, das geht jetzt nicht schneller, aber sind jetzt nicht die Wege. Das sind dann die Wege, wenn ich das hier alles per Fuß laufe. Und ich hört. Schön, dass das nie aufbaut. Ich wäre fast eingefallen. Muss ja noch springen hier. Zack. Und ab geht's. Das nächste Teil. Wo ist es denn? Wir sind jetzt da irgendwo. Ich würde ja ranzoomen, aber hä? Ehrlich mal, in welche Richtung soll ich jetzt hier latschen? Ah, da zeigt's was an. Oh, zeigt's mir was an. Zack. Ach Gott, jetzt weiß ich gleich gar nicht mehr, was ich hier. Alter, was ist denn der Kack? Ich muss hier lang. Jetzt brauche ich noch so ein Ding. Krieg ich das her? So, mal gucken. Vielleicht von hier. Hä? Ah, da. Ah, die sieht man nur bloß so. Ach, das ist ja noch so ein Teil. Brennt. Mir brennt